Es geht um Gleichgewicht, Koordination, Geschicklichkeit, keine Füße zum Setzen und nicht zum Stürzen. Trailfahren angefangen habe ich durch meinen Vater. Der ist dazu gekommen, weil ein Bauer bei uns im Dorf Trail gefahren ist. Ich wollte halt einfach mal das ausprobieren, habe sie dann aber erst mit 32 sein erst dreimal begleiten können. Ja. Bei meinem Vater habe ich es dann gesehen und wollte es auch unbedingt machen. So einer von den Hauptgründen war eigentlich nur für mich, weil ich eigentlich auch nur einen Wheelie machen wollte. Und dann hat mir mein Vater halt mit 6 Jahren mein erstes Moped gekauft. So sind wir dann auch immer in die Kiesgruben gegangen zum Trainieren bei uns in der Umgebung. Dann ist mein Vater aber aufgefallen, ja, dass ich doch recht Talent in dem Sport habe. Da sind halt die Motorräder größer geworden und da sind halt die Geländekinder, die wo einfach weiter weg waren. Also der einzige wirkliche Platz für mich ist eigentlich daheim. Da ist halt einfach am schönsten. Das liegt halt auch daran, weil da einfach Freunde, Familie und alles ist, was man so kennt. So wirklich das Fernweh Hobby nicht mehr, weil ich seit jungen Jahren immer unterwegs war, von A nach B, Wettkampf zu Wettkampf, jedes Wochenende unterwegs. Wenn man dann halt einfach mal Freizeit gehabt hat und nichts mit dem Sport zum Tor gehabt hat, dann hat es eigentlich für mich immer bloß den einen Platz gegeben, wo ich hin will, und das war halt einfach dann doch warm. Also meine Eltern waren eigentlich so immer die treibende Kraft, vor allem mein Vater. Bin dann immer mit ihm zusammen unterwegs gewesen, auf Wettkämpfe, beim Trainieren. Meine Mutter und meine Schwester sind meistens daheim geblieben. Der Sport ist sehr zeit- und finanziell aufwendig. Mein Vater hat glücklicherweise seine eigene Firma, wodurch man den Sport auch finanzieren hat können. Das Problem ist nur, wenn man dann jedes Wochenende und jede Ferien beim Trainieren oder auf Wettkämpfe ist, dann bleibt halt irgendwann die Zeit für Firma und Familie ein bisschen auf der Strecke, wodurch es auch in der Familie manchmal zu Streitereien gekommen ist wegen dem Sport. Beim Essen hat es dann manchmal keine anderen Gesprächsthemen gehabt, gehen wir als ein Sport, und irgendwann ist es halt ein bisschen zu viel geworden. Ja, aber es gibt halt, sag ich mal, wie im Sport seine Höhen und Tiefen, und es geht eigentlich immer nur darum, das Gleichgewicht zu finden.